Sachen gemacht. Mit dem Rasierer hast du alle meine Haare abgeschnitten. Schau mal, wie ich jetzt aussehe. Alle meine schönen langen Haare sind weg. Was tust du? Nein, das finde ich gar nicht gut, Mann. Cameron, befreie mich endlich. Nein, ist nicht lustig. Ui, Jesus, gib mir die. Was, du willst Essen kaufen? Ich will auch nichts mehr essen. Was hast du mit meinen Haaren getan? Nein, bitte, gib mir die. Meine Haare. Cayman, befreie mich endlich! Der dreht durch, dieser Skibidi! Cayman, wo bist du? Hilfe! Hilfe, bitte! Befreit mich endlich, meine Haare! Willkommen bei Was Wir, Freunde, und heute werden wir zusammen mit euch den unglaublich legendären Flexi retten. Denn ich habe rausgefunden, wo sich Skibidi aufhält, wo Skibidi sein Hauptquartier ist, wo sich Flexi befindet. Und den werden wir heute zusammen mit euch befreien. Ich brauche super Unterstützung. Wer könnte mir bessere super Unterstützung leisten als Super Mario höchstpersönlich? Aus diesem Grund schreibt jetzt nochmal super in die Kommentare. S-U-P-E-R. Ganz einfach. Und jetzt können wir einfach nur hoffen, dass Super Mario kommt oder die Brothers oder Luigi oder Bowser. Nein, Bowser lieber nicht, Mann. Skibidi ist hier schon so lange weg. Wo bleibt Cayman? Der soll mich endlich befreien, Mann. Ich habe super Lust, endlich mal hier befreit zu werden. Deshalb schreibt jetzt nochmal super in die Kommentare und lasst ein Like. Vor allem lasst ein Like dafür, Cayman, dass er mich jetzt endlich befreit, Mann. Wie lange braucht denn er? Er weiß doch, wo ich bin. Hier bei Skibidi zu Hause. Cayman! Cayman, wo bist du? Hey Leute, es müsste Mario sein. Ich hoffe, es ist Super Mario. It's me. Hey, Mario. Super Mario, komm rein. Der echte Super Mario. Alter, krass, dass du schnell gekommen bist. Wahnsinn, Freunde. Schreibt jetzt nochmal Super Mario in die Kommentare und lasst ein Like da. Danke, dass du gekommen bist, Mario. Du willst wissen, was los ist? Alter, du wirst es nicht glauben, unser geliebter Flexi wurde entführt von Skibidi Boggle. Mamma mia. Ja. Und deswegen, Mann, wollen wir ihn befreien und dafür brauche ich deine Hilfe, Mann. Du kennst Skibidi. Skibidi ist groß, ein bisschen rund und der ist viel stärker als wir beide. Let's go. Du hast die super Fähigkeit, groß zu werden, oder? Brauchst du dafür zufällig diesen leckeren Pilz, Mann? Ist es deiner? Oh mein Gott, Freunde, wie kann groß sein, dem ich Mario diesen Pilz gibt, dann wird er größer als ich. Sollen wir das machen? Dann lass uns mal fetten Like da. Hier ist das gute Stück, mit dem Super Mario groß wird. Bist du bereit, Mario? Dann ess diesen leckeren Zauberpilz. Game over. Wow, wow, ich hab dich gehabt, Mann. Wie groß ist denn dieser Mario? Game over. Wahnsinn, Leute, es hat geklappt. Schau, das ist ein Super Mario. High five! Geil, und ihr schreibt doch mal super in die Kommentare und lasst ein Like da. Like erstmal und kommt jetzt schon dran. Aber mit Super Mario sind wir super gefangen. Bist du bereit? Ja! Die Leute an, der Große ist jetzt größer als ich, Mann! Damit können wir Skibidi sowas von überwältigen und Flexi zurückholen. Mario, okay! Wir sind jetzt auf dem Weg, um Flexi zu retten! Mario, wir sind hier nicht bei Super Mario Kart. Die Banane nicht rausschmeißen, nur auf der Rennstrecke. Aber jetzt auf zu Flexi! Freunde, Mann! Wir sind hier, wir sind hier! Oh mein Gott, hier ist Flexi! Leise, 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 wir müssen anschleichen. Auf geht's. Oh mein Gott, Mann, ich glaube, er ist hier irgendwo. Mario, gib mir eine Räuberleiter. Hier, hier, hier. Okay, Räuberleiter. Alles klar, bist du bereit? Alter. Ja, da ist Flexi, Mann. Aber ich habe Skibidi nicht gesehen. Habt ihr Skibidi gesehen? Hast du eine Idee, was sollen wir machen? Ja, sehe ich genauso, Mann. Auf geht's in den Abenteuer, ein neues Mario-Abenteuer. Oh mein Gott, die Tür ist sogar. Und Mario, siehst du jemanden? Mario? Flexi? Flexi? Cayman! Endlich bist du da! Alter, Flexi, Mann! Hey, Skibidi, Mann, was ist los? Befreie mich, befreie mich, Mann! Was ist los? Wo ist Skibidi? Wir haben nicht viel Zeit, Mann! Skibidi ist gerade Essen kaufen gegangen! Und schau mal, was er mit meinen Haaren gemacht hat! Der hat die abrasiert, Mann! Alter, Mann, Leute! Wir haben nicht viel Zeit, Mann! Wir sind super! In zwei Minuten zurück! Schreib super in die Kommentare! Super in die Kommentare und lass ein Like da! Was ist das? Es ist Super Mario! Wo
hast du den aufgegabelt? Warum ist der Super Mario da? Aus meinem Kinofilm halt. Das ist aus meiner Kindheit, mein Gott. Ich hab doch immer gespielt, Mario Kart. Super Mario 64. Stopp. Wir müssen aufhören. Wir haben nur 2 Minuten Zeit. Also, guck mal. Fester. Nein, nein. Was willst du denn? Komm mal, nein, nein, nein. Was machen wir jetzt? Was war denn die Idee? Aufteilen, wir sollen uns aufteilen, alle drei! Sie kommt immer näher, mein Flexi. Sie kommt hierher, die ist doch mit Skibidi zusammen! Cayman, Mann, es ist Wednesday! Komm, wir uns rein! Sie ist gleich hier, Mann! Aufteilen! Ich geh runter, Cayman! Ich geh hoch! Oh mein Gott! Freunde, da ist sie jetzt! Ich hab mich jetzt nicht geschafft! Ich glaube, sie kommt, Jonas. Sie hat gesehen, dass Flex in der Hand. Was macht die, Mann? Ich glaube, die sucht Flexi. Oder Mario. Oh, Alter. Mein Gott, geht sie. Sie geht vorhin. Mann, sie ist gegangen. Ich hoffe, sie hat Mario nicht entdeckt. Mario! 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 Oh mein Gott, Flexi! Flexi! Ja? Alter, ihr seid da, Mann, sie ist weg! Sie ist weg! Alter, sie ist weg, Mann, sie hat uns nicht entdeckt, sie hat doch irgendwas da gesucht, weil ich glaube, Skibidi. Ja, mich hat sie gesucht! Oder ihren Freund Skibidi! Heißt das, dass sie unter einer Decke steckt mit Skibidi, oder? Ja, natürlich, die sind doch zusammen! Aber sie hat doch ein gutes Herz, ich verstehe gar nicht! Mein Gott, lass jetzt mal ein Like da, die Befreiung hat funktioniert! Und schreibt Mario in die Kommentare! Schreibt super in die Kommentare, oh mein Gott, Kevin, danke! Wir haben das Auto, aber schau dir das Haus an! Lass uns schauen, wie Skibidi seine Wohnung hat! Ich will hier weg! Ich auch, komm, komm! Mario, wir gehen! Super Mario! Hey Kevin und Mario, vielen, vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Das war echt nett. Gerne. Danke Mario, dass du mir geholfen hast. Mario, echt nett. Wir fahren jetzt aber erstmal heim mit Topquartier und dann erzählst du uns alles, was vorgefallen ist. Ich sag dir wirklich alles, aber jetzt ab geht's. Daumen nach oben, let's go. Oh mein Gott, ich bin so froh, wieder im Hauptquartier zu sein. Dank Kevin und dank Mario. Ich habe eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Weißt du, Überraschung. Nein, Mario, die 2 Happy Meals von Mario sind nicht für dich. Die haben wir gestern bei Cayman und Flexi geöffnet. Wenn ihr das Video sehen wollt, ihr müsst es euch unbedingt angucken. Klickt oh jetzt mein Gott, hier 3 Uhr nach 2 Mario Happy Meals ihr vom Original Mac. Was da drin ist, ist viel zu krass, Mario. Ich hab hier ein kleines Geschenk für dich. Schau es dir an. Oh mein Gott, Cayman, du bist so süß. Ihr wisst alle, was es ist. Oder Mario, öffne es, bitte. Ich bin so gespannt, ob er es erkennt, Mann. Leute, Mann, lasst mal einen fetten Like da. Schreibt super in die Kommentare. Aber ich sag vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Mario mich befreit hat. Doch, es ist genau das, was du denkst. Was denn? Was ist da drin? Next Level. Ein Leben. Ein Leben mehr. Mario. Oh mein Gott, es deckt sich. Meine Befreiung und eine Rettung. Es ist weg. Heißt du, du zwei Leben oder hast du denn mehr? Geil! Krass. Und weißt du was, Cayman? Du hast alles richtig gemacht, was du Cayman und Mario für die Befreiung geholt hast. Natürlich! Ihr seid ein Team. Ihr wisst es ganz genau, Mann. Ihr habt es euch gewünscht. Danke, Mario. Danke, ich hab dich auch immer durchgezockt. Tut mir leid, dass ich letztes Mal bei Mario Kart 20 Stellen gegen dich gefahren bin, als ich ja, und die Kontrolle hab. Oh mein Gott. Dich geschmissen und so weiter. Alles sind wir da ausgerastet. So. Heute. Und heute sitzen wir im Kino. Deshalb schreibt jetzt alle nochmal super in die Kommentare und lasst ein Like da. Nicht für uns, sondern für Mario. Super Mario. Ich bin echt hier. Und Wednesday, ihr fällt mich. Was? Cayman? Du musst los. Cayman, er muss zum nächsten Level. Danke, alles klar. Zum nächsten Level. Mach was? Mach, du musst gehen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ab zum nächsten Level. Let's go. Ich glaube, dass ihr mich wirklich gerettet habt. Cayman und Super Mario. Selbstverständlich, Flex. Jetzt hast du unseren Fans, also dir und euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank auch an jeden, der dieses Video angeschaut hat und an jeden von euch, der ein Like gegeben hat. Mann, wir verteilen jetzt Herzchen. Das ist richtig super. Deswegen schreibt jetzt nochmal super in die Kommentare. Aber weißt du, was mich schickt, Flexi? Was? Dass Wednesday uns blockiert hat. Sie wollte uns aufhalten, ja, oder hat uns gesucht und ist weg. Warte mal. Und Skibidi ist auch nicht da gewesen. Skibidi ist nämlich gegangen. Deshalb konntet ihr mich befreien. Aber und er kam nie wieder zurück. Wir wären nicht, was wir, Leute, wären wir nicht jetzt auf der Suche.
Suche nach denen, man müssen. Ich trau mich aber jetzt nicht mehr raus. Weißt du warum? Was ist, wenn ich jetzt rausgehe und wieder entführt werde? Das rechts, Mami. Wir könnten mit der Drohne sie kurz suchen gehen. Nicht lange, nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten rumfliegen. Mit der Drohne? Die kann ja nicht weit sein. Wenn wir zu Hause sind, im Hauptquartier und mit der Drohne fliegen, sind wir sicher. Eigentlich ja. Ich gehe nicht mehr raus heute. Das will ich auch nicht. Wednesday läuft rum, Skippity, und die sind wieder böse, nicht mehr lieb. Interessiert es euch nicht, wo Wednesday und Skippity sind? Natürlich, die können auch jetzt gerade vor unserer Haustür sein. Die sind verliebt, aber Wednesday ist wahrscheinlich wieder böse, obwohl wir ein gutes Herz drin haben. Vielleicht wirkt das gute Herz nicht mehr von der Herzoperation. Vielleicht ist ihr Herz wieder schwarz geworden. Ja, oder Skibidi hat sie schwarz gemacht. So, was ich, keine Ahnung. Wieder böse gemacht. Ja, irgendwie. Weil er Hunger hat, keine Ahnung. Aber du hast vollkommen recht, wir müssen sie kurz suchen. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, wo sie sind. Dann gehen wir zur Drohne und starten sie, oder? Ja, wo ist die? Let's go. Lass uns die Drohne starten, Flexi. Man ist immer bereit, Mann. Bist du ready? Auf jeden Fall, Mann. Auf 3, 2, 1. Auf geht's, Leute, die Drohne ist in der Luft. Wir müssen sofort Wednesday Addams und Skibidi Dop Dop, yes, yes. Beide waren weg und wir wissen nicht, wo sie ist und wo er ist. Deswegen, das ist ganz wichtig. Wir suchen jetzt unsere ganze Hut ab und hier auf dieser Terrasse haben wir früher immer gechillt nach der Schule, Flexi und ich. Das war ganz früher. Da steht nur ein Fahrrad, Mann, das ist nicht meins, das ist nicht Flexi seins. Skibidi nicht da, Wednesday nicht da. Also aber dass unser altes Schulgebäude noch da ist, echt krass, ja, Freunde, ja, Mann. Ja. Aber Wednesday nicht da und Skibidi ist nicht ich da, Ich flieg mal weiter, Flexi, die können ja nicht weit sein. Die müssen lass jetzt mal ein Like da und schreibt super in die Kommentare. Das ist super! Mein Gott, oh was Gott, ist, wenn die sich hier oben verchecken? Auf dem Kran! Ja, die chillen auf dem Kran, Mann. Rot, schwarz, ich guck mal. Okay. Nee. Da links, ist rechts, rechts, nee, links. Nee, sieht nicht so aus. Flexi, wo sollen wir? Sollen wir da vorne? Das ist so viel! So viele oder hier Häuser, links. So ein großes Gebiet, ja. Zu diesem neuen Bau? Ja, okay. Zu dem Neubau mit dem Park und so weiter. Vielleicht sind sie da, Freunde. Wenn sie da sind, lasst ein Like. Weil das ist ein verlassenes Haus. Ja. Da können sie sich verstecken und was Neues planen. Da wohnt nämlich keiner. Und die haben planen kein, vielleicht auch was sind Neues. Sind eingebrochen und schlafen da und alles Mögliche. Eben. Das ist ihr Hauptquartier, weil noch keiner da drin wohnt. Das ist ja das Vorteil. Weil ich will unbedingt wissen, wo die sind. Aber nicht, dass das Gleiche nochmal passiert und Cayman wird entführt. Echt leer aus. Ich flieg mal kurz auf die andere Seite von dem Gebäude. Auf dem Dach ist auch keiner, oder? Nee, das ist echt keiner. Da ist niemand. Warum ist da keiner, Freunde, Mann? Das auch kann nicht mal eine private Person. Da ist einfach niemand. Kein Hinweis auf Skibidi. Oh Mann, Mann. Wow! Da sind zwei Leute, Mann. Da sind zwei Leute auf dem Dach, Freunde. Die sehen nach normalen Leuten aus, oder? Ich flieg mal ein bisschen. Warte, ich flieg näher ran. Okay. Nee. Die machen gerade Pause, oder was? Vielleicht Bauarbeiter oder so. Meinst du Bauarbeiter? Ja, ich glaube nicht. Skibidi, ihr wisst, wie der aussieht. Skibidi rot, weiß. Und sehr korpulent. Und Wednesday Addams schwarz, gegleitet mit schwarzen Haaren und sowas, lange Haare. Also auf keinen Fall waren die das, 100%. Nee, wir fliegen weiter, Freunde. Wir haben nur zwei Augen, ich zwei, er zwei. Und ihr habt euch was aufgeschrieben in die Kommentare, Mann. Ich bin zwar Mario dankbar, aber der ist jetzt leider gegangen. Das heißt, der kann uns jetzt nicht weiterhelfen. Ich wo sind die beiden? Sicher. Wir können einfach was ist, wenn die vor unserer Haustür jetzt gleich stehen und so weiter? Ich weiß nicht, Mann. Wieso finden wir die diesmal nicht? Losgeflogen, Mann. Was ist hier los? In dem Hof vielleicht, Flexi? Was meinst du? Soll ich mal hinfliegen? Auch ein gutes Versteck, Mann. Ey, sonst haben wir sie immer gefunden. Du hast recht, Mann. Wir haben entweder Skibidi gefunden oder Wednesday. Das kann nicht sein, dass und sie diesmal wechseln wir gar niemanden. Hauptsache, du bist wieder zurück, Flexi. Das ist ja, weiß ich. Wir müssen aber auch sicher sein. Ich flieg ganz vorsichtig. Wir können gerne in Urlaub fliegen und uns in Ruhe lassen. Ja, das können sie echt machen. Aber warum ärgern sie uns dann? Warum machen sie nicht eigentlich das Ding? Andererseits, ich will sie unbedingt finden, weil ich sie fragen möchte, warum sie mich entführt haben. Ja, und ich bin echt traurig, dass sie gute Wednesday. Wir haben ein Blind Date für sie organisiert und die danken uns, indem sie mich entführen. Das ist echt verrückt, Mann. Irgendwas stimmt da nicht. Was sind die sauer auf uns? Denkst du, das ist irgendwie... Ist es? Nein. Und alleine. Ja. Die sind ein Paar. Wenn, dann treffen wir sie zu zweit an. Ich bin mir ziemlich... Recht. Die trennen sich nicht. Die laufen nicht alleine rum. Wir suchen auf jeden Fall beide zusammen. Das kann sein, ja? Okay, verschickt, Mann. Das ist... Nee, auf keinen Fall. Das sind echt nicht, Mann. Ja. Shit. Okay. Wow, wer ruft dann? Wow! 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 Wow!